Das war voll laut, ey, sorry. Ein herzliches Willkommen zu einem Part von Let's Fun! Heyday! Was geht ab da draußen? Wir spielen heute wieder Heyday und wir sind beim Blütenderby am Start. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal den Gewinner des letzten Giveaways vom letzten Video. Denn wir haben ja ein Giveaway gemacht von 100 Diamanten für alle Mitglieder des Kanals und es gibt auch für das nächste Video wieder ein Giveaway. Zwei Giveaways sogar. Und ich würde sagen, hauen wir einfach den Gewinner raus. Ich habe es gerade ausgelost und der Gewinner ist Trommelwirbel. Kann ich gerade nicht, weil ich eine Hand brauche, aber mit einer Hand Trommelwirbel. Okay, ist kein richtig gutes. Egal. Hier, der Gewinner. Alex hat gewonnen. Schreibt du Rakete und damit gewinnt er das Giveaway. Alex, einfach mir auf Discord, Instagram oder so schreiben. Name, Level, Kürzel. Dann kriegst du die 100 Diamanten und danke für die ganzen Mitglieder, die mitgemacht haben. Ja, so, und auch alle, die Mitglied sind. Das freut mich wirklich sehr. Okay, nächstes Giveaway, gleiches Prozedere. Ihr müsst, also es gibt zwei Giveaways, je 50 Diamanten. Das erste Giveaway ist für alle Abonnenten des Kanals. Also ihr müsst Abonnent sein, das Video liken und einen Kommentar schreiben, dann seid ihr dabei. Das zweite Giveaway, auch 50 Diamanten. Ihr müsst Mitglied sein, Abonnent, Video liken und einen Kommentar schreiben. Also das zweite nur für Mitglieder, das erste für alle Abonnenten. Natürlich kann auch beim ersten auch ein Mitglied gewinnen, also so ist nicht. Ja, also wenn ihr Mitglied seid, habt ihr zwei Chancen, 50 Diamanten zu gewinnen. Seid ihr in Anführungsstrichen nur Abonnent, einmal 50. Okay, so viel dazu mit der Schleichgewerbung hier. Und ich würde sagen, wir starten. Oh, ist das laut! Ich würde sagen, wir starten einfach jetzt ins Video. Blütenderby am Start, ich hänge wieder ein bisschen hinterher. Und wir machen direkt die Mine. Yo, hauen wir direkt rein hier. 99 Dinger hier abbauen. Das dauert länger, das rein zu ballern als die Aufgabe an sich. Obwohl es eigentlich das gleiche ist, ne? Weil die Aufgabe ist ja. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ich bin heute wieder ein bisschen verwirrt. Das wird da so. Ja, die. Keine Ahnung, wie man es nennt. Es ist auf jeden Fall meine Verwirrung. Ich kann euch gleich mal hier ein Bild irgendwo zeigen, irgendwo einblenden. Ich bin heute nämlich gestolpert. Und zwar bin ich voll gegen einen Pfosten geknallt. Und. Also man sieht es jetzt nicht mehr, aber die Stirn tut saumäßig weh. Da darf keiner dran packen. Ich darf auch eigentlich meine Stirn gar nicht hochziehen. Au, weil dann. Eieiei, das tut. Ja. Weißt du, ich habe Bein so machen, ich so machen, Unfall. Und dann zack, gegen die Stange. Und dann war es schon geschehen und dann, ja, was willst du machen? Dann war Unfall. Wie man es auch so kennt. Also, es gibt eigentlich auch keine große Story dazu. Ich war im Serverraum auf der Arbeit, im Metzgerraum auf der Arbeit und dann bin ich einfach gestolpert und dann bin ich so komisch geflogen und dann so voll gegen die Stange ge gedonnert und habe ich erstmal Sterne gesehen, lag dann erstmal auf dem Boden, dann lag ich weiter auf dem Boden und als ich dann immer noch auf dem Boden lag, musste ich dann voll anfangen zu lachen, weil, naja, irgendwie war es ja auch doch lustig und, naja, es hat aber voll weh getan. Dann bin ich dann zur Krankenabteilung gegangen, weil wir haben eine Krankenabteilung auf der Arbeit. Und habe mich erstmal verarzten lassen von den Ladies. Und, ja, also nicht, ja, was heißt verarzt? Ich habe mir halt ein Kühlpad geholt. Sonst habe ich mich halt kaum ver. Ja, Kühlpad halt geholt. Habe mich halt verarzten lassen von den Ladies und dann, ja, habe ich erstmal ein Bild gemacht, wie das aussieht. Die haben auf jeden Fall. Die haben mich ausgelacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, die haben mich ausgelacht. Falls du gerade lachst da draußen. Ich merke mir das. Nein, alles gut. Die haben mich einfach ausgelacht. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Naja, wahrscheinlich werden die mich auch noch den Rest des Jahres, vielleicht auch noch nächstes Jahr auslachen, deswegen, weil, naja. Ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist, aber das erste Mal, dass ich ja, zur Krankenabteilung gegangen bin. Also Gehirnerschütterung oder so habe ich nicht, also ist nichts Schlimmes passiert. Ja, also alles easy. Hä? Braucht er keine Hilfe? Was? Ah, da, guck mal. Blindfisch hoch 10. Wenn der Rentneraugen am Stissel. Normal fange ich immer unten an. Aber man muss ja mal gegen seine Gewohnheiten kämpfen. Deswegen fange ich jetzt oben an. Genau. Ich fange oben an. Mefa. Alljährige Spenden. Nee, nicht alljährige. Allwöchentliche Spendenkönigin der Woche von der dritten hier. Sind wir bei ihr auf der Farm. Und wir sehen nur, ach, warum gucke ich eigentlich? Hat ja nur ein LKW am Start. Oh, und die Farm wollte ich euch zeigen. Genau, die habe ich auch beobachten getan. Guckt ihr mal diese Farm an.
Die ist echt krass. Passt mal auf hier. Hier ein Teddy. Hier hat er so eine Art Tausendfüßler gebaut. Mit irgendwelchen Krallen vorne. Dann hier ein Auto. Hier eine Katze. Ein Schmetterling. Und hier, ja, noch eine Sanduhr. Also, die Farben wollte ich unbedingt zeigen, deswegen habe ich die auf Beobachten gesetzt. Zum Glück habe ich es nicht vergessen. Also, ich finde die Gebilde, also die Farben an sich finde ich jetzt nicht so schön, aber ich finde halt die Gebilde, die gebaut wurden, echt cool. Das ist Feuer abwechselnd auch, ist auch ganz nice, aber ja, die Gebilde, darum ging es mir halt eigentlich. Echt cool. Könnt ihr für Farben bewerten, was nachbauen? Was ja auch losgeht, spätestens nächste Woche. Ich bin noch ein bisschen am Plan, ich muss noch ein bisschen was einbauen, aber dann geht es auf jeden Fall los. Jalla, jalla. Ich beeile mich. Ich hänge am Blütenlaube wieder hinterher. Ich glaube, sie sind für mich gewesen, oder? Kann das sein? Ich glaube ja. Ich sollte vielleicht auch mal in der GM gucken. Das ist aber nett, ey. Danke, Thomas. Schreibe ich mal. Danke, Thomas. Ach ja, ey, mit mir wird's nie langweilig, ich sag's euch. Das war, ach, keine Ahnung. Also mit tu, ich habe immer noch Kopfschmerzen, lustigerweise. Das heißt lustigerweise, traurigerweise. Ich will keine Kopfschmerzen haben. Ja, was willst du machen? Die Stange ist härter als mein Kopf. Obwohl ich eigentlich so einen Astralkörper habe, eigentlich hätte die Stange an meinem Kopf zerbrechen müssen. Ich hätte sie, weiß nicht. Und danach hätte ich sie einfach abreißen müssen und hätte sie einfach gegessen oder so. Das nächste Mal gibt es Rache. Das muss doch voll laut gewesen sein, weil der im Nachbar, der in zweimal Nachbarbüros, der hat's gehört. Der hat mich dann gefragt, ey, ist was passiert im Raum? Hast du gesagt, hab ich gesagt, joa. Hab ich ihm das erzählt und dann hat er mich ausgelacht. Er hat mich einfach ausgelacht. Also man sieht's aber echt nicht mehr, oder? Warte, ich mach mal Licht an hier. Wo ist denn wie heißt das nochmal? Ach, hier. Licht genau neben mir. Sieht man das noch? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, ist doch besser so. Ah, meine Knie tun weh. Hey, ich bin so ein Rentner im Moment. Also, überall irgendwelche Beschwerden. Ach, Mann. Ja, was ist Beschwerden? So auf kleinem Niveau. Hoch, aber auf ganz kleinem Niveau. Ach, das Lied, ey. Warum kommt das immer? Lass mich in Ruhe. Komm, hören ist Heroes Tonight. Muss sein. Das brauche ich jetzt auf meinen Schreck. Hä, wo hat die denn schon wieder was zu beleben? Findet man ja gar nichts. Ein Busch hat sie. Aber danke. Big Pick. Habe ich genau gesehen. Brauchst sie nicht verstecken vor mir. Du willst oder nicht? Ich helfe dir. Wenn ich kann. Das ist natürlich immer so eine Sache. Aber schreibt mir in die Kommentare, ob euch diese Giveaways gefallen. Also diese Giveaways sind natürlich hauptsächlich den Let's Fun Parts und den Livestreams vorbehalten. Also in anderen Videos erstmal nicht. Ja, vielleicht auch mal in Special Videos. Okay, ich kann ihm gar nicht helfen. Aber sonst hauptsächlich Let's Fun und hauptsächlich Livestreams. Wenn es euch gefällt, auch wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann liked einfach das Video und schreibt keinen Kommentar. Oh Mann, jetzt habe ich zu viel geholfen. Shit. Ja. Also liken auf jeden Fall. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann schreibt keinen Kommentar. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt einen Kommentar. Das ist der Trick. Hä? War hier nicht noch eine Belebenaufgabe? Ah ne, es waren zweimal Mais. Okay. Ja, machen wir das. Ach, Farmpass, lass mich in Ruhe. Habt ihr das auch ab und zu, dass der einen anmeckert hier und sagt, Junge, hol mich ab? Das dauert jetzt aber ziemlich lange, oder? Warte mal, ich habe 197 Felder. Okay, 200, das heißt viermal. Ja gut, jetzt nur noch dreimal. Ja, viermal. 20 Minuten, 40 Minuten, dann bin ich durch damit. Das ist ja ganz chillig. Vergesst nicht meinen Creator-Code. Immer wenn ihr einen Kauf tätigt im Job oder auch wenn ihr keinen Kauf tätigt, schreibt einfach hier meinen Namen rein. Das unterstützt mich wirklich sehr.
Würde mich sehr freuen. Content Creator Unterstützung. Syroma B. Schreibt da nicht Robin rein, nein. Schreibt da auch nicht Josef rein. Schreibt da Syroma B rein. Würde mich sehr freuen. Für die Unterstützung. Wenn ich auch mal irgendwie was höre, was man. Also. Doppelt-Geld-Event. Braucht man nicht. Wir sammeln für Doppelt-XP-Event am Sonntag. Das ist da, wo die Musik spielt. Nicht doppelt Geld. Er will dann doppelt Geld haben. Also, ja, gut, ist auch nicht schlecht, aber. Wenn doppelt XP und doppelt Geld, dann, ja. Außerdem wird meine Mähne Freitag wieder geschoren. Es wird auch immer wieder Zeit. Freitag geht's zum Friseur. Werde ich wieder einen Kopf kürzer. Muss ich mich wieder auf die Knie setzen, damit man mich sieht hier. Ansonsten ist es ganz, ganz schwer. Was brauche ich denn hier? Ich weiß gerade gar nicht. Nochmal Grillzwiebeln. Bananenpfannkuchen. Kartoffelbrot. Lebkuchen. Bananenbrot. Ich brauche im Moment so viele. Das ist immer noch von dem. Oh, meine Hand. Oh, ich kann meine Hand nicht mehr so lange in der Luft halten. Ich sag euch, werden richtige Rentnerbeschwerden hier. Richtige Rentnerbeschwerden. Wo war ich denn jetzt? Ah ja, ich habe nur noch wenig Ressourcen, weil immer noch wegen dem Doppelt-XP-Event da. Das war echt. Hat echt reingehauen. Aber wir haben auch sehr, sehr gut gelevelt, muss ich sagen. Das hat sehr viel gebracht. Hat sich gelohnt, es komplett auszunutzen. Das werde ich auch jeden, auf jeden Fall nicht bereuen. Die nächsten Tage wird auch wieder häufiger auf Twitch ein Stream kommen. Mal so am Rande hier gesagt. Ich werde jetzt so ein paar Spiele austesten. Das heißt ein paar so. Ich wollte jetzt Stardew Valley anfangen, das ist auch so ein Bauernhof-Spiel. Habe ich schon mal ein Let's Play zu gemacht, aber jetzt nochmal von vorne. Ja, dann wenn Landwirtschaftssimulator kommt, da Stream und dann hier die Highlights. Die Highlights vom Stream dann hier auf dem Kanal. Weil es ist immer problematisch, ein anderes Spiel zu streamen. Das würde ich dann lieber für Twitch machen. Also, hey, der wird nicht weniger werden. Es wird einfach nur noch extra Content dazukommen. Also, braucht keine Angst haben. Hey, der bleibt Nummer 1. Anderes Zeug kommt einfach dazu. Das ist der Plan. Und ich bin immer halt noch am Gucken und das teste ich dann auf Twitch aus. Und ja, die Highlights kommen dann hier. Der volle Stream auf meinem Zweitkanal. Falls ihr den verpassen solltet. Also eigentlich perfekter Ausgleich. So ist das Ding. So soll es sein. So kann es bleiben. Genau. Genau so. Ach ja. Herrlich mit euch. Herrlich mit euch hier zu spielen. Wenn ich gerade zwar allein hier sitze, aber ich weiß im Herzen. Im tiefsten Herzen. Seid ihr doch bei mir. Das weiß ich. Ihr fiebert mit. Ihr lebt mit mir. Ihr fühlt mit mir. Ihr könnt das Spiel atmen. Ihr könnt das Spiel riechen. Ihr könnt das Spiel. Okay, wir sollten es nicht mehr SpongeBob zitieren, sonst wird es hier sehr pervers. Aber ihr wisst, was ich meine. Danke dafür. So, weiter geht's hier im Text. Was brauche ich hier? Was? Ich habe keine Milch mehr. Warum? Was soll denn der Scheiß? Voll beschiss. Jetzt habe ich keine Himbeermarmelade mehr, weil ich die gerade reingeballert habe. Wie so ein Verrückten. Das ist, weil Rosé mein ganzes. Ja, Ernest, ich weiß, dass ich keine Milch habe. Weil die mein ganzes Dings. Ganzen Sojabohnen aufgegessen hat. Einfach mit einem Haps. War einfach alles weg. Zack. Deswegen empfehle ich die auch nicht im niedrigen Level. Oh, 10 Bretter. Nice. Im niedrigen Level ist die einfach Abfall. Das kann der echt knicken. Machst einen Geknicksten draus. Dann nehmt ihr die Anfrage von der. Zoomt dran, damit ihr es auch genau lesen könnt. Dann guckt ihr in die Augen. In die Augen. Nicht woanders hin. In die Augen gucken. Obwohl, ist eh nicht so ästhetisch. Aber dann auf Ablehnen drücken. Oder nein, danke. Oder ihr klickt einfach irgendwo anders hin. Aber nicht auf das Angebot. Weil im niedrigen Level lohnt sich das definitiv nicht. Schiff ahoi. Sehr gut, ciao. Wir brauchen jetzt alle Hilfe. Ja, das war's doch schon, ne? Ey, zweimal Mais brauche ich nur. Dann ist das denn hier fertig. Ah, jetzt. Gutes Zeitgefühl, würde ich sagen. Sieht cool aus, ne? Wenn das dann noch so. Guck mal, jetzt kriege ich erst die Belohnung. Ich finde das cool.
wenn das dann so nachgeht. 333, Schnapszahl. Ich hab keinen Schnaps hier. Ja. Ja, nächster Stream. Sorry, dass in letzter Zeit wieder die Hater-Streams ein bisschen kürzer kamen, aber ich bin halt auch am Projekt 100 aufnehmen. Ich bin ja am Arbeiten normal und ich plane auch Farm bewerten, deswegen ist da ein bisschen wenig Zeit aktuell zu streamen, aber Sonntag habe ich definitiv vor, das Doppel-XP-LKW-Event zu streamen. Das ist definitiv im Plan und wird auch sehr wahrscheinlich dann so umgesetzt werden. Es gibt übrigens noch eine weitere große Story, die ich auch nicht vorenthalten möchte. Ich werde nämlich zum 1.10. umziehen. Ja, hätten viele vielleicht niemals für Möglichkeiten, aber ja, ich werde umziehen. Hab mir eine Bude geholt, eine Arbeitsnähe und ja, da werde ich dann resignieren. Residieren? Resignieren? Ihr wisst schon, wohnen. Das W-Wort. W und ohnen. Ja, alleine. Single, like a Pringle. Ihr wisst. Und. Ja. Alone. Das war's schon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja. Ich habe lange überlegt, aber. Also, ich habe auch lange gesucht, muss ich sagen. Ich habe bestimmt ein Jahr jetzt eine Wohnung gesucht, weil die Wohnungen da echt schwer sind. Echt schwer, eine Wohnung zu finden, aber ich will es auf jeden Fall mal machen, so raus. Ich werde zwar später irgendwann ein paar Jahren hier, was heißt ein paar Jahren, also hoffen wir, dass wir noch alle lange leben, aber irgendwann mal alles erben hier, aber ja, bis dahin muss man ja auch mal raus. Also nicht so, dass ich nie was gemacht habe zu Hause, also ich mache schon so gut wie alles selber. Aber es ist halt trotzdem noch mal was anderes, ne? Kennen ja die meisten von euch. Manchen von euch steht es bevor, manche haben es gerade hinter sich, manche haben schon Jahre hinter sich. Und andere wiederum haben es auch noch vor sich. Hä, hat's gar keine Weizen mit dem Shop? Lüge, Lüge, Lüge. Wo? Mit H. Da waren keine Weizenbündel. Vor allem, ich finde, ich habe bestimmt schon 3 Tage Sojabohnenmangel. Ich finde einfach keine Sojabohnen in der Kackzeitung. Sowohl keine Sojabohnen, als auch keine Milch. Und kein Schaffutter, auch kein Kuhfutter. Einfach gar nichts. Alles, was Sojabohnen braucht, ist einfach weg. Genauso wie Sojasauce und allen anderen Scheiß, der Sojabohnen braucht. Ist das nicht traurig? Das wäre da typisch Heyday. Typisch. Da könnte ich ausrasten. Ich meine, ich raste aus, aber ich raste noch so mittel aus, so mittelhoch ausrasten. Was eigentlich mit dem Glücksrad heute? Ist das nicht am Start? Ah, da ist es doch. Glücksrad! Wir drehen 3-mal. Ohne Fokusbrille. Ich vertraue auf mein Pechpilz-Aroma. Das geht. Die beiden sind gar nicht so schlecht. Deswegen will ich auch nur 3-mal drehen. Außer wir kriegen Sterne, dann drehe ich nochmal 10-mal mehr. Ja, okay, es ist sowieso scheiße auf dem Glücksrad, also ich weiß gar nicht, warum ich drehe. Aber es war okay, also es war eigentlich so, ja. Da hat die gemobst. Ich bin wieder im Rentner-Tempo unterwegs. Erst Rentner-Augen, jetzt Rentner-Tempo. Rentner-Knochen. Rentner-Kopf jetzt durch den Sturz. Alles im Arsch. Rentner-Beine vom Fitnessstudio. Muskelkater des Todes. Heftig, ey. Ich konnte mich nicht mal bewegen. Ich habe hier so eine Frauenartstellung gemacht. Wisst ihr, da sitzt man so in so einem Ding drin. Habe ich noch nie gemacht, die Übung. So sitzt da drin und muss dann die Beine auf und zu machen. Ne? Ey, ich hatte so einen Muskelkater.
Alter, Autofahren war eine Qual. Ich konnte nix. Ich habe im Bett gelegen und hatte einfach nur Schmerzen. Also das war, glaube ich, die Kindkriegenstellung oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich mich dazu überreden lassen habe. Also das war. Puh. Aber ich ja bin jetzt gesegnet für mein Leben mit der Erfahrung. Also, das war, also ohne Scheiß, ich hatte noch nie so einen Muskelkater. Also, das war krass. Also ich hatte schon eine heftige Muskelkater, aber. Naja, da ist halt auch eine richtig Kackstelle, ne? Kannst du nichts machen. Nix. Nix! Gar nix. Aber ist einfach kaputt. Oh Mann. Ich sag euch. Man erlebt was. Man erlebt was. Okay, Schmarmelade. Ach, immer. Oh. Und eine Schippe. Krass. Ich wollte eigentlich noch was erzählen. Fällt mir gerade nicht ein. Fällt mir gerade nicht ein. Aber wir haben die Aufgabe gleich fertig. Sehr schön. Ja, genau. Also, das ist jetzt nicht das, was ich erzählen wollte, aber Projekt 100 kommt übrigens nach dem Farmpass der nächste Part. Also, Farmpass nehme ich noch mit rein in den Part und dann ist der Part fertig. Dauert auch noch ein bisschen. Also wir werden in den nächsten 2 Wochen Projekt 100 und Farm bewerten wieder da haben. Also Projekt 100 war nicht weg, aber es ist nie weg, das Projekt. Erst wenn wir Level 100 erreicht haben, dann haben wir es geschafft. Ja, aber soweit bin ich jetzt durch. Ja, wie gesagt, ich wollte noch irgendwas erzählen, aber es fällt mir nicht ein. Aber falls es mir einfällt, erzähle ich es im nächsten Part. So viel ist sicher. Was eigentlich mit dem Tal? Das wollte ich auch noch abschließen. Ist das morgen zu Ende? Jo, nee. Donnerstag. Donnerstag ist es zu Ende, okay. Ja, ich krieg die Belohnung, weil ich hier beim Imbiss stehe. Ich will ja diesen Bug dann ausnutzen. Ich muss dann nur wegfahren. Okay, Leute. Das war's fürs Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Glückwunsch nochmal an Alex zum Giveaway-Sieg. Und wenn ihr bei den nächsten beiden Giveaways mitmachen wollt, wie gesagt, Kommentar schreiben, liken, Abonnent sein. Und dann macht ihr beim ersten Giveaway mit. Und zusätzlich noch Mitglied, dann macht ihr beim ersten und beim zweiten mit. Ja, das müsst ihr tun. Oder könnt ihr tun. Würde mich auch freuen, wenn ihr mindestens ein Like da lassen würdet. Das wäre sehr toll. Wenn wir die 200 Likes knacken würden, das wäre echt toll. Genau, wenn wir 200 Likes knacken, gibt's im nächsten Part wieder ein Video. Gibt's im nächsten Part wieder ein Video, gut, ne? Gibt's im nächsten Part wieder ein Giveaway. Ja, das machen wir. 200 Likes, noch ein Giveaway im nächsten Part. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Auflösung im nächsten Let's Fun Part, wie auch jetzt war, des Giveaways. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Protect your soul.